Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei Kickstarter und hier sind eure Gastgeber, die wollüstigen Zwillingsbrüder von Joko und Klaas, die Musen von Thomas Gottschalk und Günther Jauch, die Mentoren von Stefan Raab, die Hitgiganten von Dieter Bohlen und die wahren Schlauts der Gaming-Szene. Live aus den West Coast Studios in Irland begrüßen euch unsere Showmaster Steffen und Daniel. Ja, hat alles ein bisschen länger gedauert. Erstmal vielen Dank an Lokandis, Alter, 5 Subs verschenkt. Ich sehe gerade gar nicht an wen. Das ist ein bisschen. Siehst du das? Ja, ich sag dir das. An Thomas 485, an Dat Alex, an Dr. Freitenstein. Das ist ein Zuschauer und Moderator aus einem anderen Studio. Ist kein Scheiß bei Nuschka. Der habe ich auch gerade beim Vorbeigehen erzählt, was hier gleich passiert. Und die war mega geschockt. Schlabber, Boink und Bambi 666. Und vielen Dank für die Follows. Vielen Dank. Und vielen Dank für die Subs. Danke für die Unterstützung. Können wir irgendwie, also ja. Der Rasierer hat gerade mit uns gesprochen, der hat gesagt, also da müssen nochmal 500 Subs rein, damit der angeht. Red Faith, oh. Soll ich anfangen oder was? Was? Wie? Ja, für dich ist das easy, du hast ja schon so einen kurzen Mach Band. Ich mach Schnick, Schnack, Schnuck, wer anfangen muss. Okay, die Lea ist hier. Ich sehe schon, wenn Lea hier demnächst in Irland ist, haben wir viel Spaß. Wir machen dann alles. Ach. 500 Fragezeichen. Easy. 500 Subs. Schnick, Schnack, Schnuck. Schere gewinnt. Ja, 3 von 2. Ach so, Stein gewinnt. Schere gewinnt, Stein. Nee, Stein. Ja, Stein, du hast ja recht. Aber 3 von 2. Lea ist die Chefin, die sieht das hier in der Mitte. Die hat eine andere Kamera als ihr. Also 3 von 2. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh. Schnick, Schnack, Schnuck. Oh, gewonnen! So. Ja? Hä? Warum? Das war doch. Ah ja, du hast jetzt 2 Papier ja. Und er hat Stein. Ja, zwei. Ja, das heißt. Ja, ich habe 2 von 3 gewonnen. Ja. Was willst du denn jetzt noch spielen? 3 von 2. Was? Ich kann doch. Lea, kannst du nicht mehr gewinnen? Nee. Nee, kannst du nicht mehr. Auch wenn du das jetzt gewinnst, hat der versucht sich hier. Fang jetzt an! Ich will jetzt raus aus der Sendung, die Lea. Fangt jetzt an. So, ich hab mir hier, kannst du mir mal wie beim Friseur das hier ordentlich umlegen? Aber ich muss doch. Nein, ich fang. Ja, du sollst mir das umlegen. Nein, ich muss. Aber ich hab doch verloren. Ja, es ging ums Gewinnen. Ich will anfangen. Ach so. Ja, von mir aus. Dann hätte die auch nicht Schnick, Schnack, Schnuck spielen brauchen. Ach so. Oh, diese Musik, heroisch. Die Musik ist lizenzfrei, by the way. Du sollst mir das vorne drum legen. Warst du noch nie beim Friseur oder was? Ich musste gerade die Musik rein. Kann man das mal ein bisschen liebevoll machen? Ach ja. Ali, ich hoffe, die Musik ist in Ordnung. Wir mussten lizenzfreie Musik suchen. Ich mach mal hier ein bisschen näher ran. Machst du selbst oder was? Ja, ich lass dich nicht an meinen Bart. Wir könnten auch in die Volle gehen. Nee, dann sehen wir ja Lea nicht. Nee, wir wollen Lea dabei haben. Ich setz mich hier hin, ist doch okay. Dann ist hier auch Platz, weil hier ist nämlich viel Technik. Da drüben, Rudi winkt schon wegen der Technik. Kein Scheiß, Leute. Ja, ess dein Bagel, du Lappen. Warte, Lea sieht das nicht so ganz. Doch, ich sehe das. Alles cool. Ich habe ja den Stream auch offen. Ich sehe genau das, was der Stream aussieht. Alles cool. Okay. Ich sehe alles. Das ist wirklich hart. Das ist jetzt keine Scheiße, Mann. Das ist ein kleiner Schnitt für dich, aber ein großer Schnitt für mich nach Irland. Hast du den Spruch gehört? Ein kleiner Schnitt für dich, ein großer für... Ich sehe ja gar nichts. Ja, ein Spiegel wäre nice gewesen, so. Oh, scheiße, Mann. Ihr habt's ja nicht mehr alle. Digi, helf mir. Ja, soll ich? Nein. Ach du Scheiße, seid ihr bekloppt, Mann.
Der hat schon angefangen, jetzt ist eh schon vorbei. Mach jetzt. Du musst mir ein bisschen helfen, komm. Ich lasse ihn ran. Aber die Zuschauer sehen das nicht, du musst aufpassen. Mach keinen Scheiß, Alter, bitte. Das ist hart, Mann. Was ist denn das für ein Rasierer? Ja, ein Scheiß. Ja, die Haare sind halt, ich hab halt einen langen Bart. Was ist denn das? Der reicht doch gar nicht mehr für mich. Was ist denn das? Mit dem Aufsatz ist scheiße, weil ohne Aufsatz meine ich scheiße, weil der reißt dann die Haare so. Das ist so ein Billigding. Das ist so ein Billigding, das ist unangenehm. Das ist schon einer von Philipp. Der war schon mit. Jetzt gut, Folge. Komm du mir nach Irland, Lea. Ja. Soll ich dir mal einen richtigen Rasierer zeigen? Ich glaube, Nuschka ist im Chat, die rastet gerade aus. Da ist Nuschka. Oh, die ist, guckt schon. Die ist das ist alles Leas Schuld, Nuschka. Das kannst du mit Lea in Irland aushandeln. Vor allem meine Schuld. Als hätte ich mir selbst Geld donated. Die waren's. Da, scheiß den Chat zusammen. Die sind schuld. Die Musik ist vorbei. Ich mach das. Du darfst dich nicht bewegen. Ja, wir müssen da ein bisschen Gas geben hier auch nochmal. Ach du Scheiße. Hey Lea, du... Müsste noch mehr ja? aus, sonst sieht das kacke aus. Ja, natürlich, du musst aber... Wir machen das Feintuning nach der Sendung. Stell mal vor, ich mache jetzt so. Dann wird Lea dich in Irland nicht treffen, weil dann bist du nämlich vorher unter der Erde, Mann. Nee, du hast ja dann noch die Chance bei mir. Ach so. Feintuning machen wir nach der Sendung, ja? Ja, es geht darum, dass die Leute auf jeden Fall sehen, dass... Der Bart ab ist. 10 Jahre so. Jünger. Ich mach erstmal nächste. Soll ich erstmal. Feintuning danach. Mach ich erstmal hier, ja? Ja. Yeah. Feintuning machen wir nachher, Leute, ja? Tut das weh? Na, mach mal. Ali, wir sehen uns um 17 Uhr. Ali, um 17 Uhr. Sieht doch gut aus, bitte. Vielleicht ist das der neue Bart-Style für dich. Warum muss denn bei uns der Bart ab und bei Lea kommt der Bart ran? Ich verstehe das nicht. Das ist sexistisch. Aus Solidarität trage ich auch Schnauzbart. Das ging doch ursprünglich ging vom Schnauzbart. Ganz ursprünglich. Ach, ich weiß, wie wir drauf gekommen sind. Scheiße. Warum ist denn hier jetzt mehr ab als da drüben? Ich muss mal leiser machen, ich höre die Lea nicht so. Das ist ja, wir wollen eigentlich, ja auch die Lea hören. Eigentlich bin ja ich schuld, merke ich gerade. Weil ich angefangen habe zu erzählen, dass 70er-Jahre-Bärte wieder in sind. Machst du nichts. Naja, wächst nach, ne? Danke, Nuschka. Hier, Lea, Nuschka, Nuschka, Lea kommt uns besuchen. Jetzt muss ich aufpassen. Lea, Nuschka ist, das ist eine waschechte Irin. Die kann nur Deutsch, weil sie in Deutschland irgendwie ausbildet. Mach doch mal jetzt ja, hier. Ja, ist ja gut, Mann. Die sitzt nebenan im Studio, Lea. Hi. Ich fühle mich wie beim Charity-Stream, wie heißt der von Gronkh und so? Ja, das war ja auch ein Charity-Stream hier. Also nur, dass ihr da, die jetzt gerade einschalten. Wir sind aus irgendeinem dummen Missgeschick in irgendeine komische Aktion gestolpert. Lea hatte noch nie wirklich Urlaub, wenn man das so sagen kann. Ansonsten verbessere mich, Lea. Die letzten 8 Jahre. Seit 8 Jahren. Ja. Ich war seit 8 Jahren nicht im Urlaub halt. Also ja. Nicht so richtig. Ich mach mal die Musik aus, ich will Lea hören. Die jetzt. Letzten 8 Jahre. Ja. Und Lea kommt jetzt dieses Jahr Richtung Sommer nach. Das ist ein SM-Stream für Bart, lieber, aber Ali, sehr gut. Ja. Ali, magst du mich jetzt eigentlich immer noch? Ja. So schlimm ist das gar nicht bei dir. Stell dich nicht so an, ich krieg da so ein. Und Lea kommt uns also jetzt im Sommer. Besuchen, macht hier Urlaub, weil ihr Verrückten habt da, keine Ahnung, fast 1200 Ocken reingeknallt. Das Alter, guck mal, wie ich aussehe! Das ist nicht euer Ernst!
Also ich find's ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Das vom Kinn kann auch noch weg, finde ich. Was sagst du, Lea? Das vom Kinn kann auch noch weg, finde ich. Ich weiß nicht, Chat, findet ihr nicht auch, dass das Kinn noch weg kann? Was muss weg? Nee, das war, pass auf, nee, wir hatten den Deal, dass das bei mir so stehen bleibt, Lea, und bei ihm kommt das weg. Da müssen wir fair sein. Also ich muss das noch tunen, aber das war, Feintuning kommt später. Das war der Deal. Nee, wir hatten, jetzt seid fair. Ihr habt eben gesagt, Ehrenmann. Wir hatten gesagt, bei mir bleibt so stehen. Steffen, war es so? Ich lass mir das VOD raussuchen. Und bei ihm bleibt der Bart. Alles auf keinen Fall. Vor allen Dingen, wisst ihr, der Gast am Mittwoch, der fühlt sich bei mir wohl, der hat das gleiche Ding, ja? So. Nee, lass es stehen. Leo, vielen Dank. So. Also, so war abgemacht. Ja, so war abgemacht. Nee, also, Feintuning kommt dann noch. Wir machen nachher Feintuning. Das wird hier nachher gerade gemacht. Der wird dann noch schön. Und schön gemacht. Wir senden Bilder auf Instagram. Folgt uns auf Instagram, Ausrufezeichen Instagram. Folgt uns da. Ich finde, es sieht ganz gut aus. Ja, du vielleicht. Schnauzer ist bei mir, Le Chris. Schnauzer krieg ich jetzt. Ja, er kriegt den Schnauzer. Das war der Deal. Wir hatten einen fairen Deal. Und das alles für Lea. Wirklich. Das ist alles für Lea. Ja, wie mach das mir jetzt ruhig aus, dann... weiteren schlechtes Gewissen. Na, das ist ja halt Lea. Sag mal. Das wächst ja wieder. Ali, Mann! Lea, geht das so? Guck mal bitte. Du Ali, vielen Dank fürs... Also, bis auf das dass halt nicht gerade ist. Ja, das machen wir. Ali, danke für den Sub. Vielen, vielen Dank. Ali, warst du eigentlich auch schon mal in Irland? Warst du schon mal in Irland, Ali? Morgen dann Steffens Kopf. Oh. Hey Leute. So geil, Irokesen für Steffen? Morgen Irokese für Steffen, dafür kommt Ali nach Irland. Nein, was? Leider noch nicht. Kriegen wir hin, Ali. Morgen. Warum immer ich? Ja, ich habe keine Haare mehr auf dem Kopf. Mir kannst du Haare dann ankleben, ja? Das sieht scheiße gerade aus. Das ist überhaupt nicht akkurat. Ja, das machen wir dann. Leute. Ist der Chat hier die ganzen Donator? Ich mach doch keinen. Die ganzen Donator für... Siehst du, Ali hat einen Euro. Für Lea. Ja, eben deswegen. Wir machen das nachher noch schön sauber weg. Ihr seht das ja auch morgen und später auf Insta. Also wir machen das hier gerade weg. Das hatten wir gesagt. Dieses komische Ding hier, ich weiß nicht, wie nennt man das, Lea? Gibt es da einen Ausdruck für, wenn man den Bart so, weißt du, hier so stehen lässt? Nee. Den Escobar. Also es gibt dafür bestimmt, also Goatee ist ja eigentlich nur Kinn. Aber es gab eine Bezeichnung für ganz herum, aber dann müsste ich jetzt... Goatee sagen die Leute, ich sag Glory Escobar. Es sieht gar nicht so schlimm aus. Glory Hole nennt Glory man das. Hole, was? Stefan Rabbart. Stefan, ja. Und was krieg ich? Was krieg ich? Oh, hier ist was los. Okay, Leute, ich muss mal hier gerade ein bisschen ausschütteln. Warte. Also, ich krieg ein Iro oder was? Was? Aber ja, was morgen. Das klären wir morgen, das ist eine andere Sendung. Bei 200 Euro, Sendung. Was? Das ist eine andere. Was sagst du, Lea? Bei 200 Euro. Nee, das ist was? Zu wenig. Du kannst ihm doch für 200 kein. Doch. Ich teile mich mit Ali rein. Was? Dann reicht's für den Flug für Ali nach Irland und zurück? Ja, aber Ali will ja seinen Mann bestimmt auch mitnehmen. Ja, Ali, ja, vielleicht, weiß ich, also mal Lea, das ist ja auch, man fragt, also Frauen solche Fragen ja auch nicht, aber wir wissen ja auch nicht, ob Lea allein kommt, ja. Das stimmt. Aber ich fahre ja auch alleine auf eine einsame Insel, also. Okay, das erklärt einiges. Ich glaube, wir müssen noch wir kehren das Gleiche, weil wir wollen ja noch. Es kommt ja noch mehr. Es kommt ja noch mehr. Steffen, ich würde dich auch hier in diese Kamera setzen. Ja, komm. Steffen, einmal auf meinen Platz. Ich mach das vernünftig. Henry, Steffen, vertrau mir. Ich mach das wenigstens, ja. Also, Grüße gehen raus an meine Mama, die ganz früher als 16-jähriges Mädel in der Tat auch mach mal hinten zu, Friseurin geworden ist. Und ich glaube, ich habe das geerbt, das Können. Nee, habe ich nicht. Es geht los. Warum kriege ich eigentlich keine Musik wieder? Du kriegst Musik. Aber dann hören wir Lea nicht. Dann hören wir, doch, wir nee, also die Zuschauer hören Lea, nur wir hören sie nicht. Das, also Escobar, ne? Wie Escobar, nee. Ja, ja. Nee, ich nehme auch den. Nein, die Zuschauer haben für was anderes gedrückt. Au! Es tut mir leid, Skadi. Ah! Jetzt hör auf! Ha!
So rasiert man. Ich kann man für die gespendeten Sachen mal einen gescheiten Rasierer kaufen? Sei mal ein Mann. Au! Bei Lea geht einfach mal die Jetzt hör doch auf. Das ist tatsächlich, ja, bei mir kommt erst mal der Virenschutz. Hier stehen lassen oder hier oben weg? Das weiß ich nicht. Okay, dann mache ich erstmal, lasse ich ein Stück weit hier so, damit es wirklich der Esco, nee, nicht der Escobar, das ist so mexikanischer Drogenbaron. Au! Jetzt hör doch auf! Es tut weh. Der Bart hat auch Gefühle. Du hast ja weiße Haare im Bart. Das ist sexy, habe ich mir sagen lassen. Ja, wenn du aussehen würdest wie George Clooney auf jeden Fall. Habe ich eigentlich was in der Nase? Hier, dreh mal. Liebe Zuschauer, damit ihr das auch seht, hier geht's jetzt ab. Und... Au! Das ist ein komisches Gefühl, meine Menschen so mit dem Rasierer oder so am Kopf und so rumzuschnibbeln. Also ich bewundere gerade jeden, ich meine das ehrlich nicht, weil Lea hier ist, aber irgendwie hat das was sehr Sensibles. Ja. Ich kann das nicht beschreiben. Das ist, Das ist sehr intim. Das ist intim, sehr intim. Danke schön. Ich war auch gerade mit meinem Ellenbogen sehr intim bei ihm. Also, ich bewundere gerade jeden, der dieses Handwerk ausübt, wirklich. Ja. Rasier aber beim Schnauze nicht zu weit hoch, ne? Nee, mach ich nicht. Ups. Scheiße. Nein, ist alles gut. Er guckt mich schon an. Nee, ist nicht wirklich. Ich hab ihn hier stehen lassen. Also, lieber Magnum als... Ne? Ach, diese Nummer meinst du. Ja, das können wir machen. Das ist eine gute Idee. Das wird wahrscheinlich sogar gut aussehen. Vielen Dank. Das war nicht abgesprochen. Ich bin kein Magnum. Das sieht besser aus. Ich lass den... Jetzt geh mal weg. Ich hab den Magnum-Bart. Au! Man hat's gehört. Man hat gehört, dass es weh tut. Bei dir sieht man das irgendwie nicht. Deine Stubbeln sind so hartnäckig. Bei mir geht das ja, man sieht das ja sofort. Lieber Magnum als Adolf, ja genau. Ich habe immer am Anfang dieser Sendung habe ich gesagt, ich werde mich in dieser Sendung niemals zum Clown machen, ja? Jetzt gerade fühle ich mich so. Das funktioniert auch nicht. Guck mal in die Kamera. Nein, nicht dein Ernst, Alter. Wo ist denn die Kamera? Nicht? Never, Alter. Nein. Hallo. Na? Wollt ihr auch nach Irland kommen? Nicht dein Ernst. Ich mach doch hier nicht diesen... Natürlich. Na, wollt ihr auch mal nach Irland? Also bei dir, Steffen, müsste man in der Tat ein bisschen blanker rasieren. Ohne Iro sieht das kacke aus, ja. Ja, das sieht jetzt gerade so aus, als... Vor allem, er sagt, guck mal, ich... Weißt du, es sieht bei dir halt so ein bisschen so aus, als hättest du, keine Ahnung, als würdest du in der Brücke schlafen, weißt du? Was nicht böse gemeint ist. Also wir haben ja die, also nicht falsch verstehen. Razor jetzt, also du weißt, was ich meine. Er hat halt einfach keinen Rasierer gerade zur Hand, ja? Ja. Dr. Frankenstein, shave it all off. Ja, no way. Egal, wo Lea ist, es eskaliert. Dr. Reitenstein, we can make it happen for 250 subs, ja? 250 subscriptions? Ja. Shake. Also the hand? No. No. Das machen wir morgen mit dem Kopf, haben wir ja schon gesagt. Und was machen wir bei dir? Gar nichts. Wie gar nichts? Ja, du, ich leide schon. Bei dir sieht schon viel ja, besser aus als bei mir, guck dir das doch mal an. Weißt du, wie viel ich leide, Alter? Nein! Das kannst du nicht bringen, Mann! Wir haben morgen Ali. Gut, Ali kriegt das ja gerade mit. Ali, wir sehen uns um 17 Uhr beim Live-Test, ja, mit unseren Tontechnikern und alles. Wenn der Politiker Mittwoch zuschaltet, wir wollten ein bisschen investigativ, der nimmt uns doch nicht ernst, Mann! Am Mittwoch mal, haben wir die Alternative für Deutschland. Bitte? Sag mal YMCA.
Alter, Dr. Freitenstein. Thank you very much for 1500 biddies. Jesus. Thank you. Thank you very much, man. YMCA. Gonna say YMCA. Ja, ich denke, man kann das erstmal feintunen später. Weil du hast echt gut getroffen eigentlich. Ach, halt die Fresse, alle lachen sich kaputt. Du hast am wenigsten Leid. Bei mir ist die ganze Chose ab, Mann. Guck dir das mal an. Fehlt nur noch der Helm. Alter, ich hab voll das dicke Gesicht. Ey, ich hab voll das dicke Gesicht. Was ist denn das? Das kannst du nicht machen. So, ich sehe aus wie ein Nacktmulch. Jetzt geh mal rüber in deine Kamera erstmal. Ich denke, die Zuschauer müssen da nochmal rüberfliegen, aber ich denke... Was? Nein. Nicht dein Ernst, Mann. Alter. Ich hab mich so gut... Kannst du mich mal groß machen? Ich hab mich so gut gefühlt vor der Sendung, ja. Ich sehe aus wie... Was? Steffen sieht aus wie Solmecker 2.0. Ja, bei dir ist es doch wirklich gar nicht so krass, Mann. Ja, das wird ja dann noch feingetunt. Guck mal, du hast den echt stehen lassen? Ja, weil die Lea gesagt hat, ich soll den Magnum stehen lassen. Dein Ernst, Lea? Ja. Guck mal, wie ich aussehe. Ich kann das gar nicht sehen. Ich muss das mal hier... Das stimmt. Ich? Du siehst schmaler im Gesicht aus. Ach, hör doch auf. Doch, das steht dir. Das steht mir nicht. Was also im Chat, steht ihm das, ja oder nein? Ich finde, das sieht zumindest noch eine Augenbraue. Was? Wie eine Augenbraue? Was ist denn los mit dir, Mann? Sweet Chilis. Vielen, vielen Dank für die Biddies. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Lea, wenn du in... Pass mal auf. Wenn du... Leute, wir machen hier... Also, Moment. Eine Augenbraue. Wenn Lea nach Irland kommt, kriegt Lea von mir weiße Haare gefärbt, ja? Weiß. Hast du schon. Guck doch mal in den Chat. Die mögen das. Die sagen, das steht dir. Ja. Mr. Escobar. Guck, schalt noch mal um zu Magnum Cam. Geh mal auf die Magnum Cam um. Nee, umgekehrt. Nee. Ich sehe kacke aus! Und dann noch der Wettlook! Und dann noch der kacke Wettlook! Das kann halt nicht sein! Morgen krieg ich einen Iro. Morgen kriegst du einen Iro, ja. Ja, vielleicht, wenn Lea dann bei uns zu Gast ist in der Sendung, machen wir Folgendes. Wir machen in der Sendung einen schönen Stream, ja? Man hört Lea nicht. Doch. Nee. Ach no, Entschuldigung. Oh. Natürlich, weil wir gerade Lea nicht in der Szene hatten. Was ist denn los mit euch, Tonregie? Jetzt ist Lea wieder da. Jetzt, Lea, jetzt hören wir dich wieder. Lea hat gerade gesagt, morgen gibt es ja sowieso ein Iro für Steffen. Und mir juckt's alles, überall. Dann machen wir Folgendes. Wenn Lea dann im Sommer hier zu Gast ist, muss Lea... Du darfst mir eine Hochsteckfrisur machen. Du dir? Nee, ihr mir. Oh ja, wir dürfen Lea eine Hochsteckfrisur. Ja, und ihr dürft mich schminken. Oh das ja! Das ist einer darf mich schminken und einer darf mir eine Hochsteckfrisur machen. Das machen wir. Im Sommer, Leute, wenn Lea hier ist, gibt es einen Stream auf jeden Fall mit Lea zusammen. Das haben wir versprochen. Den restlichen Tagen soll die Lea wegbleiben von der Technik. Da soll die schön entspannen und sich einen schönen Urlaub machen. Mhm. Darf ich dir einen Dutt machen? Dürft euch aussuchen, wer was macht. Ist mir egal. Ein Dutt, Alter, ein Dutt. So ein Haardutt? So ein Dutt, Alter, und die muss die ganze Woche rumlaufen. Das tragen die in Irland doch alle, ach diese so, Dutts. Das ist doch, okay. Wir schminken und machen ihr die Haare. Du hast die Haare, wir machen ihr die Haare schön. Ja, was soll ich sagen, ey? Ja, Sweet Chili hat sich, wie gesagt, 200 Bits noch reingehauen und hat gesagt, made my day, vielen Dank, Jungs, ich lieg vor Lachen auf dem Boden. Vielen Dank. Ich sehe auch gerade, der ein oder andere aus der Twitch-Mitarbeiterfamilie schaut wieder zu, wie die letzten Tage auch. Aber es werden gerade immer weniger, ich glaube, die schalten gerade ab und die Startseitenplätze diese Woche kannst du, glaube ich, alle vergessen. Nach der Nummer hier, die haben gesagt, was ist denn da los, seid ihr bescheuert? Ach, Leute, wir machen das nachher ein bisschen schick, okay? Und dann gibt's auch definitiv Bilder und ihr seht uns ja morgen im Stream. Wir machen das ein bisschen gerade und so. Wir werden auch das wegrasieren. Das soll ja dann vernünftig aussehen. Was sollen wir sagen? Wir haben eigentlich schon viel gesagt heute. Es war mir ein Vergnügen, Lea kennenzulernen, die ich wirklich im Vorfeld wie viele Twitch-Streamer einfach gar nicht kannte. Und ich finde es eigentlich sehr lustig, dass... Und das macht mir so Spaß an dieser Sendung, Kickstarter wirklich von
von Lachen bis Weinen, bis Emotionen, bis sachliche, bis ernste Themen, einfach irgendwie immer alles dabei ist. Du hast ja alles stehen lassen hier unten. Da ist doch noch alles dran. Ja, das machen wir nachher, Mann. Das machen wir nachher, ja. Welches Fach unterrichtet Steffen? Nee, pass auf, Leute. Welches Fach unterrichtet Steffen Erdkunde im Sommer? Was ich sagen möchte ist, es macht mir Vergnügen und ja, also eigentlich geht mir keiner an den Bart ran. Die Leute, die mich privat kennen, wissen das. Ich durfte an Daniels Bart ran. Er durfte es in der Tat. Und ich freue mich wirklich sehr, das meine ich jetzt wirklich ernst, ja, dass Lea uns besuchen kommt und Lea damit vielleicht noch ein zusätzliches, weil ich kann das ja gar nicht einschätzen, dafür kenne ich Lea privat viel zu wenig, aber ein zusätzliches schönes Erlebnis dieses Jahr haben wird, hier in Irland. Da freue ich mich sehr drüber und wir werden auf jeden Fall geilen Shit machen, okay Leute? Ich verspreche euch, und das ist ein Call, und ihr kennt uns, wir machen immer Calls und die halten wir. Sie wird Irland nicht vergessen. Hier gibt's richtig geilen Scheiß zu sehen und das werden wir machen. Steffen. Vielen lieben Dank nochmal. Ja, Leute. Vor allen Dingen an euch. Wir klären das auch alles nachher in Ruhe ab, wie wir das alles managen, Leute. Wie wir das auch mit Nicht-Die-Mama direkt nach der Sendung gemacht haben, machen wir das auch hier. Das wird alles sofort gemanagt. Das ist übrigens, Lea, bei dir ist das eine Premiere. Wir tun mit dir abmoderieren. Ja, das ist definitiv nach 20 Sendungen das erste Mal, dass wir mit dem Gast zusammen abmoderieren. Und heute hat sogar der Gast das letzte Schlusswort. Dann schalten wir ab. Aber warte mal, bist du fertig? Ich bin fertig. Vielen Dank an das gesamte Team, an die Redaktion, an alle Videocutter wirklich da draußen, die uns mit unterstützen, an die Moderatoren, an die Koordination, die Sendungskoordination, die Gäste ranholt, und es ist einfach an alle, wirklich vielen Dank da draußen, und ich sehe schon da hinten die Maske, die schüttelt schon den Kopf, die wissen nicht, wie sie mich nachher retten sollen. Hier. Bitte. Dich? Ja. Dich retten? Scheiße. Alle haben gesagt, pass mal auf, alle haben bloß bei dir gemacht, dass dir da steht. Ich hab dich gerettet. Du hast schlanke Backen, hat Lea gesagt. Was hab ich? Ich muss in der Tat gerade fest... Ich bin Magnum oder Solmecke 2.0. Darf ich mich mal kurz loben? Ich muss sagen, ihr kennt mich ja erst seit 4 Wochen hier auf Maschine TV. Ich habe in der Tat 8 Kilo abgenommen. Ich sehe das gerade zum ersten Mal ohne Bart, dass es wirklich passiert ist, ja. Weil normal hatte ich hier immer so Pausbacken und die sind weg. Krieg ich eine Kappe? Danke, dass ich das machen durfte hier heute. Krieg ich eine Kappe? Nee, Christo Lich, mach weiter hier mit deinen Wet-Gel-Haaren. Ja, dann Regie einmal groß. Ich will mich nochmal in groß sehen, danke. Das ist unfassbar. Der hat alles hier unten stehen lassen. Das sieht so schrecklich aus. Das sieht... Na? Leute. Das sieht wirklich aus. Ich sehe das jetzt das erste Mal, wenn du so gerade in die Kamera guckst. Ach. Das ist, ach, Lea, du darfst immer nach Irland kommen für so eine geile Aktion. Wollt mal gucken, ob ich noch genauso lache, wenn... Mal gucken, ob ich noch genauso lache, wenn ihr mich schminken dürft. Oh, das wird ein Spaß. Er macht die Haare, ich schmink dich. Okay. Der Pedobär am Start, schreibt jemand. Es sieht ein bisschen komisch aus, Steffen. Wart noch, wenn das alles drumherum glatt rasiert ist. Dann geht's. Ehrlich? Wie in dem 80er-Jahre-Erwachsenenfilm, der Dexter. Ach, ey, geil. Ich bedanke mich heute nicht. Also, doch, ich bedanke mich. Vielen, vielen Dank, Leute. Für nichts. So, vielen Dank, Leute, für nichts. Danke, dass ihr Lea hier nach Irland geschickt habt im Absolut. Sommer. Absolut. Wir werden jetzt... Hallo, ich bin dran. Magnum, nee, ich muss das dran. Bestätigen. Echt, ich finde das mega geil, Mann. Ich freue mich auch ich freue mich für Lea mit. So. Vielen Dank ans Team. Ja, ich gehe jetzt auf die Wrestle-Schule und ich habe das gerade im Chat gelesen und werde mal mit Hulk Hogan sprechen, ob man hier so auftreten kann. Nee, echt vielen Dank. Echt krass. Auch noch an die Biddies. Wer sieht besser aus? Ja, der Bart, oder? Ist das jetzt der Bart oder ist das allgemein? Ja, das ist der Bart, Mann. Weiter geht's. Ab morgen... Ist Steffen nicht mehr dabei? Ab morgen bin ich nicht mehr da, Ali. Es tut mir leid. Ich werde nämlich der zweite Dr. Disrespect.
So, nee, ich bin, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Leute, vielen Dank für die Biddies, für die Follows, für die Subs und für die ganzen Donations für Lea. Wir freuen uns, dass sie im Sommer bei uns sein darf. Wir holen sie ab vom Flughafen, sie kriegt hier Frühstück, sie kriegt hier eine Unterkunft, sie hat Beigeld. Wir machen geile Sachen hier, wir gehen auf Sendung weiterhin und haben unseren Spaß. Vielen Dank auch an die, ich glaube, ich darf heute Abend aber nicht mehr nach Hause kommen. Aber Frühstück ist wirklich lecker. Fragt hier, du hattest schon zu Gast bei dir Funk Royal hier, ja. Der war auch schon eine Woche da und der hat auch. Ja, da habe ich es ja gemacht. Da hast du es ja gemacht. Musstest du dich auch für Funk Royal rasieren? Untenrum. Die Frage ist so falsch, ja. So, ja. Grüße gehen raus, Max. Antworte mir mal. Was ist mit dir? Ja, nicht im Gesicht, Max. Okay, lassen wir das. Das letzte Wort, vielen Dank. Wirklich vielen Dank für. Diese spontane Nummer und ihr seid echt verrückt, dass ihr da so eingestiegen seid. Punkt. Wahnsinn. Ja, das Wort, wir können dich leider nicht groß schalten, Lea. Es ist so in Ordnung. Das letzte Wort, dann sind wir raus, Leute, für heute. Wir sind aber morgen, noch ein kurzer Shoutout, morgen um 9 Uhr sind wir wieder am Start mit Ali Utlu. Und wir werden über das Thema, Daniel. Wir reden mit Ali Utlu über sein Leben als Ex-Muslim, als Religionskritiker und was er so erlebt hat, auch durch die Religion und das wird ein spannendes Thema, wirklich. Ich habe mich sehr dafür interessiert, ich habe das so ein bisschen storymäßig damals verfolgt und habe den Steffen und die Redaktion gebeten. Auch wir haben ja Wünsche innerhalb des Teams und ich habe gesagt, dieses Thema, diesen Gast würde ich gerne mal hören. Ich habe das damals live gesehen und gelesen, ich bin sehr, sehr glücklich und auch stolz, dass wir mit dieser Sendung auch solch einen Gast für uns gewinnen können und ich freue mich sehr auf morgen und darüber reden wir, über Religion, über all das, was wir so vorbereitet haben. Lasst euch überraschen, es wird sehr, sehr spannend. Das letzte Wort, bevor wir abschalten, geht an Lea. Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein durfte. Es war sehr witzig. Vielen lieben Dank an euch zwei für die gute Moderation. Danke an euer Team. Danke auch an alle Zuschauer. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, dass ich in den Jemen, nach Irland fliegen darf. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Und ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Bis morgen. So sieht's aus. Hier die Credits und das gesamte Team. Wir sind raus. Tschüss. Zum ersten Mal in der Sendung mit einem anderen Gesicht. Bis dann. Ciao, ciao.